war schmutzig und arm, verließ nur ganz selten das Haus. Die Stiefmutter sprach, heb die Linsen erst auf, sonst kommst du hier nicht raus. Dann kamen die Täubchen und sammelten mit, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Schnell war sie fertig und konnte dann gehen und den Königssohn sehen. Sie wollte zu einer Hochzeit gehen, in funkelnden Kleidern so schön. Heidi dei, wem gehört dieser Schuh? Heidi dei, das lässt mich nicht in Ruhe. Heidi dei, wo ist sie nur hin? Meine Tänzerin. Wie durch ein Wunder bekam sie Pantoffeln, ein Kleid aus Silber und Gold. Dann tanzte der Prinz jeden Tanz mit ihr, weil er keine andere wollte. Damit niemand wusste, wer sie wirklich war, verschwand sie allein und wollte schnell heim. Verlor einen Schuh, den der Prinz dann fand, er hielt ihn in der Hand. Er suchte im ganzen Land nach ihr, wem passt der Pantoffel denn hier? Heidi dei, wem gehört dieser Schuh? Heidi dei, das lässt mich nicht in Ruhe.